Du wolltest schon immer mal sehen, wie Zahnstein live entfernt wird und dazu die dementsprechende Erklärung bekommen? Oder du hast Angst, aber weißt, dass es bei dir ganz dringend notwendig wäre? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn wir erklären jeden einzelnen Schritt und zeigen dir, wie du trotz Angst deinen Zahnstein loswirst. Viel Spaß bei Implantalk. Hey und herzlich willkommen, hier ist wieder Doc Helka und wir laden euch heute ein zu einem Blick hinter die Kulissen der Unterkiefer-Frontzahnzähne. Denn wir entfernen heute Zahnstein live. Das Ganze hat aber natürlich auch einen Grund, denn ich möchte mit diesem Video genau die Leute erreichen, die vielleicht auch Angst vor diesem Prozess haben, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie als Kind in irgendeiner Art und Weise falsch in Berührung gekommen sind. Und deswegen geht dieses Video nicht nur an die, die es einfach nur interessiert, sondern vor allem auch an diejenigen, die Angst haben, denn wir zeigen euch heute auf jeden Fall einen Weg, wie ihr das Ganze schmerzfrei und vielleicht sogar ohne, dass ihr euch daran erinnern könnt, hinbekommen könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei, weil wir werden am Anfang jetzt eine kleine Einleitung machen und dann ganz am Ende erkläre ich euch den Weg zu schmerzfreiem Zahnstein entfernen. Also zunächst einmal möchte ich euch so 2 Minuten erklären, was ist überhaupt Zahnstein? Wir haben zwar schon ein eigenes Video dazu, verlinke ich auch gerne oben im i, aber ich glaube, dieses Video soll mal so ein bisschen alles rundum zeigen. Das heißt, was ist Zahnstein? Warum muss der überhaupt entfernt werden? Dann gehen wir in die Live-Zahnsteinentfernung und dann gibt es nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Also, was ist überhaupt Zahnstein? Zahnstein ist eigentlich nichts anderes als eine Plaque, also Bakterien, die sich auf der Zahnoberfläche angesammelt haben und die sich dann kalzifiziert haben. Das heißt, im Endeffekt ist es nichts anderes als eingebackene Bakterien, die Kalk eingelagert haben. Und das ist ein riesiges Problem, weil du bekommst an dem Punkt, wenn das eben verkalkt ist, den Zahnstein nicht mehr selber weg. Und damit hast du dann eben das Problem, dass dieser Zahnstein auf deiner Zahnoberfläche langfristig haftet und ja, das Ganze ist für dich dann sehr, sehr negativ, beziehungsweise für dich und deinen Zahnhalteapparat. Denn wenn jetzt nichts gemacht wird, dann kann es im schlimmsten Fall zu einer Zahnfleischentzündung kommen, das Zahnfleisch kann zurückgehen und irgendwann, wenn dann immer noch nichts gemacht wird, dann entsteht eine sogenannte Parodontitis mit Knochenabbau und irgendwann mit Lockerung der Zähne und dann irgendwann auch mit Zahnverlust. Und das sehen wir jeden Tag bei uns in der Zahnarztpraxis. So, jetzt weißt du zumindest schon mal, was Zahnstein ist und ich glaube, jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt, um einmal ins Live zu springen und danach sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder und ich erkläre dir, wie die Zahnsteinentfernung für dich, falls du Angst hast, komplett schmerzfrei funktionieren kann. So, jetzt weißt du, wie Zahnstein entfernt wird. Aber jetzt bin ich dir noch eine Sache schuldig, nämlich den Weg, wie du, wenn du ein Angsthase bist, eben das Ganze auch schmerzfrei und für dich ja so angenehm wie möglich hinbekommen kannst. Und ich würde sagen, da gibt es so grob 2 Stufen. Die erste Stufe ist, wenn du zwar Angst hast, aber sagst, ich bin jetzt auch nicht so ein 100% Phobiker, dann kann man natürlich einfach sagen, hey, betäubt doch einfach das Zahnfleisch bei der Zahnsteinentfernung. Manchmal sind es auch nicht alle Stellen. Manchmal ist es zum Beispiel nur die Unterkieferfront, weil da der Zahnstein ganz besonders stark ist. Und dann kann man den Zahnarzt natürlich bitten, einfach eine Lokalanästhesie zu setzen. Und dann kann völlig schmerzfrei dieser Zahnstein entfernt werden. Weil manchmal ist es eben so, dass es beim allerersten Mal, wenn man das seit Jahren nicht gemacht hat, einfach unangenehm ist, weil das Zahnfleisch schon entzündet ist. Und entzündetes Zahnfleisch ist eben sehr, sehr empfindlich. So, das bringt dir natürlich jetzt herzlich wenig, wenn du wirklich richtig Angst hast. Also vor dem Prozess an sich und im Prinzip eigentlich du schon, wenn du nur zur Zahnarzttür reingehst, schon Schweißperlen auf die Stirn bekommst. Und hier gibt es dann eben die 2. Stufe. Und das ist natürlich dann bei uns die Behandlung in Dämmerschlaf oder sogar Narkose. In Narkose macht man das meistens dann, wenn auch noch andere Sachen gemacht werden, also gleichzeitig und das eine riesengroße Behandlung ansonsten wird. Ansonsten, wenn es wirklich nur um das Zahnstein entfernen geht, hatten wir schon viele, viele Fälle, wo wir einfach nur
eine Dämmerschlafnarkose gemacht haben und den Zahnstein vernünftig entfernt haben. Und häufig kriegen die Patienten dann irgendwann die Kurve und sagen, ich kann mich an nichts erinnern, das Zahnfleisch ist jetzt viel rosaner und ist nicht mehr so entzündet. Und dann kriegen wir es beim zweiten, dritten, vierten Mal einfach auch ohne Dämmerschlaf hin. So, wenn du also Fragen hast zu dem Thema Zahnsteinentfernung, Dämmerschlaf oder wie kann das bei mir persönlich funktionieren, dann schreib uns das einfach doch mal unten in die Kommentare. Wir haben eine super Community, die beantwortet dir sehr, sehr gerne alle Fragen. Mein Team guckt immer unter die Videos regelmäßig. Und ja, wenn du so jemand bist, der es vielleicht geschafft hat, seine Angst zu überwinden, dann schreib das doch auch mal rein. Und ja, wenn du kein Angsthase bist, schreib mal, wie oft lässt du das Zahnstein entfernen? Findest du es unangenehm? Findest du es wichtig? Verbindest du das Ganze vielleicht auch mit einer professionellen Zahnreinigung? Weil die Zahnsteinentfernung an sich ist immer nur ein Teil der Prophylaxe. Finde ich mega spannend. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage wie immer ganz liebe Grüße. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Video. Euer Doc Helker.